Ein aufgeräumter Lenker. Und ein wirklich solider Klappmechanismus. Und doch, irgendwas scheint beim Dockgreen E-Scooter zu fehlen. Denn im Trittbrett, ja, da klafft eine Riesenlücke. Ja, und dorthin, da gehört der Wechselakku, der in dieser E-Scooter-Preisklasse sonst wirklich nicht zu finden ist. In diesem Video testen wir für euch den Dockgreen EVA 6000, den Lidl E-Scooter der zweiten Generation. Kommt mit! Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Hentec. Mein Name ist Tenno und auf meinem Kanal geht es um E-Scooter, E-Mobilität und alles, was Spaß macht. Wenn dich das interessiert, dann klick doch jetzt einfach auf Abonnieren, dann wirst du bei neuen Videos automatisch von mir benachrichtigt. Da es sich beim hier gezeigten E-Scooter um ein Aktionsprodukt handelt, verlinke ich euch fortlaufend aktuelle Bezugsquellen in der Videobeschreibung. Ja, und bevor es mit diesem E-Scooter vom Discounter auf die Teststrecke geht, werfen wir jetzt einen kurzen Blick auf die technischen Daten. Wer mein oben verlinktes Unboxing bereits gesehen hat, kann auch direkt zum Praxisteil vorspringen. Unseren Blick auf den Roller beginnen wir hier am aufgeräumten Lenker. Die Handgriffe liegen gut in der Hand, riechen ein wenig streng nach Plastik, ja, und ansonsten ist hier alles clean und aufgeräumt, so soll das sein. Der Lenker ist leider nicht höhenverstellbar und auch die Lenkergriffe lassen sich zum Transport nicht einklappen. Bis zu einer Körpergröße von 1,90 erachte ich das jedoch als unproblematisch. Daumengas und Daumenbremse haben einen guten Druckpunkt und ich bin vor allen Dingen auf die elektromagnetische Bremse gespannt, die beim Vorgänger eine ziemliche Katastrophe war. Die Klingel wurde in den Bremsgriff integriert und ist soweit auch von anderen Modellen bekannt. Die Bedienung erfolgt über einen einzigen Knopf, hier lässt sich das Licht schalten, der Fahrmodus 15 oder 20 km/h wechseln und ansonsten ist die Funktion relativ spartanisch. Tageskilometer und auch Gesamtkilometer gibt es nicht, lediglich Akkustand und Geschwindigkeit. Das Frontlicht ist zwar nicht vollständig integriert, hinterlässt aber dennoch einen ordentlichen Eindruck. Selbiges gilt für den Klappmechanismus. Dieser ist einigen vielleicht bereits vom Ninebot G30D bekannt. Man öffnet eine kleine Plastiknase, ein wenig vorsichtig sein dabei und kann dann den Lenker ganz bequem nach hinten umklappen. Das Aufklappen ist genauso kinderleicht. An dieser Stelle schlägt die Lasche gegen das Lenkerrohr und ich vermute, dass hier auf kurz oder lang sicherlich der Lack ein wenig leiden wird. Dann schauen wir mal weiter runter am Fahrzeug. Ich muss sagen, der schwarze Lack gefällt mir wirklich außerordentlich gut, fühlt sich gut an und auch die Schweißnähte machen hier wirklich einen sehr schönen Eindruck. Witziges Detail am Rande, hier der Querträger ist auf der Rückseite nicht rund. Das verleiht der Konstruktion eine höhere Steifigkeit und ist ein Beitrag für die Fahrsicherheit. Auch der Kotflügel, das Schutzblech, wie auch immer ihr es nennen wollt, ist bei vielen E-Scootern eine bekannte Schwachstelle. Glücklicherweise verhindern die bekannten Querstreben Klappergeräusche und Brüche. Und auch die ganze Fixierung des Kotflügels wurde hier von Lidl noch einmal überarbeitet und wirkt deutlich solider. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Verarbeitung dieses E-Scooters wirklich grundsolide ist und man für diesen Preis wohl kaum mehr erwarten kann. Top! Bevor wir gleich seine Leistungen in der Praxis überprüfen, werfen wir jetzt noch einen kurzen Blick auf das Akkusystem. Die Integration in das Trittbrett sorgt für einen guten Schwerpunkt beim Fahren. Das Akkuschloss ist zwar nicht vor Witterung geschützt, der Mechanismus aber wirklich überzeugend. Der Griff klappt aus und ihr zieht den Akku samt Trittbrett einfach nach oben. Es handelt sich um ein 36-Volt-System mit 7,5 Amperestunden, was laut Hersteller zu einer Reichweite von 22 Kilometern führt. Das müssen wir natürlich im Praxistest überprüfen. Der Akku wiegt etwa 2350 Gramm und bringt das Gesamtgewicht des Rollers auf 14 Kilo. Bei entnommenem Akku sind die Anschlüsse der Witterung ungeschützt ausgesetzt. Damit euch das Ganze nicht absäuft, gibt es im Unterboden zwei kleine Löcher, durch die Regenwasser abfließen soll. Ja, ob das ausreicht oder Dreck und Sand auf dem Trittbrett dem System irgendwann zu schaffen machen, ja, das muss sich über die Zeit erst noch hinausstellen. Genauso die Rostanfälligkeit dieser kleinen Feder hier. Ist der Roller in den Akku eingesetzt, schützt diese kleine Gummilippe hier die Kontakte vor Spritzwasser. Der Akku lässt sich mit dem 1,5 Amperestunden Ladegerät in 5 Stunden außerhalb als auch innerhalb des Rollers wieder aufladen. Das ist super gelöst. Hier seht ihr nochmal einige technische Daten in der Übersicht. Bei Bedarf einfach kurz das Video pausieren. Ja,
Ja, ich bin schon richtig aufgeregt, denn jetzt geht's auf die Straße, es geht zum Praxistest. Und weil ihr hier bei Hentec seid, testen wir für euch natürlich wieder die Agilität, den Bremsweg, den Fahrkomfort, die Steigfähigkeit. Ja, und weil ihr es unbedingt haben wolltet, natürlich diesmal auch die Reichweite. Und los geht's erstmal hier direkt mit der Geschwindigkeit. Wir haben per GPS für euch gemessen und kommen hier auf roundabout 19 bis 20 km/h. Rein rechtlich wären auch 22 drin, das schafft der Lidl-Scooter leider nicht. Dafür leistet er sich aber hier bei unserem kleinen Agilitätstest keinerlei Patzer. Er kommt wirklich mit voller Geschwindigkeit um die Hütchen rum. Das ist ideal für die Stadt, er ist klein, wendig und macht einfach nur Spaß. Dabei kommt ihm die Steifigkeit des besonders dicken Lenkerrohrs sicherlich zugute. Ja, wer beschwingt unterwegs ist, freut sich im Zweifel über gute Bremsen. Der Roller bringt gleich zwei davon mit. Hier die bekannte Scheibenbremse, haben wir so bei anderen Modellen auch schon gesehen. Und eine elektromagnetische Bremse im Vorderrad und diese testen wir jetzt. Wir fahren mit voller Geschwindigkeit auf die Markierung zu und ziehen die elektrische Bremse. Sind wir beim Vorgänger noch fast vorne übergeflogen, kommen wir hier wohl dosiert und sicher zum Stehen. Bei der nun folgenden Gefahrenbremsung nutzen wir sowohl die mechanische als auch die elektromagnetische Bremse. Und auch hier ein sicherer Stopp. Insgesamt ist das Ergebnis des Bremstests wirklich zufriedenstellend. Die mechanische Bremse hätte ich mir für meinen Geschmack vielleicht ein wenig bissiger gewünscht. Hier lässt sich leicht nachjustieren. Der Roller verfügt nicht nur über eine gut dosierbare elektromagnetische Bremse, nein, auch die Gasannahme ist sehr angenehm. Der Vorderradantrieb arbeitet sehr leise und leistet 350 Watt. Die Peakleistung wird vom Hersteller leider nicht angegeben. Und daher kommen wir jetzt zum Steigungstest. Und diesen haben wir auf euren Wunsch hin noch ein wenig verschärft. Aber der Reihe nach, wir fahren hier wieder mit 20 km/h auf unsere Rampe zu. Die Steigung beträgt roundabout 14%. Und was hier noch recht beschwingt losgeht, ja, das wird dann ganz, ganz schnell immer weniger und so kommen wir mit roundabout 6 km/h an der Spitze an. Ja, die Kür ist das Anfahren am Berg, ja, und hier quält sich unser Doc Green wirklich fast bis zum Stillstand. Aber er packt's. Der Doc Green EVA 6000 verfügt über Vollgummireifen, die mit Luftkammern ausgestattet sind. Erwischt man so eine Kammer, kann man schön sehen, wie hier der Reifen leicht nachgibt. Außerdem gibt es weit nach unten gezogene Schmutzfänger. Das ist wirklich erfreulich. Luftkammerreifen sind zwar pannensicher, aber bringen sie auch den nötigen Fahrkomfort? Ja, das finden wir jetzt im letzten Test heraus. Gut geteerte Straßen sind ganz klar das Revier des EVA 6000. Bereits einen kleinen Gullideckel spürt man deutlich. Tja, natürlich schonen wir hier das Material nicht und hier auf Kopfsteinpflaster. Lasst das einfach mal auf euch wirken. Und mit einem Jump über den Bordstein bringen wir ihn nun endgültig an seine Grenzen. Aber wie ihr seht, meistert er im Grunde auch das. Dies verdankt er sicherlich auch seinem relativ weiten Radstand. Nun wird es Zeit für unser Fazit zum Doc Green EVA 6000 oder auch Lidl Scooter der zweiten Generation. Beginnen möchte ich mit den wenigen Dingen, die in diesem Test nicht so gut gefallen haben. Allen voran der niedrige Fahrkomfort. Sämtliche Stöße werden durch die Honeycomb-Reifen direkt an den Fahrer weitergereicht, sodass man mit diesem Roller auf gute Straßenverhältnisse angewiesen ist. Schade außerdem, dass man bei der Endgeschwindigkeit hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, die das Gesetz zulassen würde. Wie man aus Honeycomb-Reifen deutlich mehr Komfort herausholen kann, beweist etwa der EPF1 von ePowerFun. Das Video dazu habe ich euch oben verlinkt. Da der Vorgänger dieses Rollers ein beliebter Bastelscooter war, erwarte ich hier aber Lösungen von Drittanbietern. Unser letzter Kritikpunkt betrifft die geringe Reichweite. In unserem Test haben wir 18 Kilometer mit einer Akkuladung erzielt. Dies ist natürlich immer sehr vom Streckenprofil, Fahrergewicht und der Außentemperatur abhängig. Und vielleicht ist eine geringe Akkureichweite an dieser Stelle auch gar nicht so schlimm, denn wir haben es ja hier mit einem Wechselakkusystem zu tun. Damit lässt sich nicht nur die Reichweite erhöhen, nein, denn ein entnommener Akku schützt nicht nur vor Diebstahl, sondern macht auch die Akkupflege im Winter einfacher. Bezugsquellen und Preis für Ersatzakkus sind leider noch nicht bekannt, ich ergänze sie euch aber fortlaufend unter dem Video.
Unser zweites Pro-Argument ist ganz klar die gute Verarbeitung dieses Rollers. Da gibt es wirklich nichts zu meckern und es ist erstaunlich, was der Discounter hier für unter 300 Euro abgeliefert hat. Man hat sämtliche Schwächen des Vorgängers adressiert und eine deutliche Verbesserung erzielen können. Der Roller fährt sich aufgeregt, unaufgeregt und das verschließbare Akkusystem im Trittbrett ist wirklich äußerst innovativ. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch der EVA 6000 gefallen hat. Ach ja, und falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, solltet ihr das jetzt ändern, denn nur so können wir weitere Roller für euch testen. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig und dann bis zum nächsten Mal hier auf Hentec. Ciao!